Damit Barakallahu Fikum die Geschichte, vielleicht für die Geschichte und die Geschichtsbücher. Sowieso haben wir Geschichte geschrieben hier in diesem Land. Damit man sich erinnert an diese Wörter. Ich warne jeden Muslim, das ist Warnung an die Muslime alle. Liebe Muslime, passt auf. Es gibt einen miserablen Plan, was man gegen uns Muslime jetzt vorbereitet. Und das hat schon lange angefangen. Aber vielleicht war das nicht so heftig und so klar wie in dieser Zeit. Vor 20, 30 Jahren gab es kein Facebook und es gab nicht diese Internet-Konzentration, dass man die Informationen austauscht. Aber mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass man Informationen austauscht und dass man weiß, wie die Lage in verschiedenen Ländern ist. Und dass man sieht, wie die Spinne ihre Netze, würde ich sagen, spinnt in diesem Zusammenhang. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das wird heute in diesen Ländern so gemacht. Solche Gruppierungen wie Qadianiyya oder Baha'iyya oder andere, die keine Muslime sind, mit Konsens der Muslime, mit Übereinstimmung der Muslime. Diese werden so nach vorne geschoben. Die sind die friedliebenden und friedlichen Muslime. Und die Muslime, die den Islam praktizieren wollen, und die sagen, Allah sagt, der Prophet sagt, wir folgen Koran und Sunna, diese heißen Islamisten, Salafisten, und die werden was anderes bezeichnen. Am Ende denken die Leute, das sind die Muslime und das sind die gefährlichen Salafisten oder Islamisten. Da will man von diesen nicht haben und da hat man Qadianiyya oder Ahmadiyya oder die anderen, als ob die die richtigen Muslime sind. Und so denken diese Leute, die diesen Plan, sage ich jetzt, geplant haben oder geschmieden haben, dass sie den Islam vernichten können. Deshalb sagen wir diesen Leuten, ihr werdet den Islam nicht vernichten können. Weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, den Islam zu schützen. Ihr könnt vielleicht Muslime in die Irre führen. Oder dass Muslime den Islam verlassen. Aber ihr werdet niemals schaffen, den Islam zu vernichten. Weil es immer Muslime gibt, den Islam vertreten werden und die diese Pläne aufdecken werden und die Muslime und Nicht-Muslime davor warnen, da muss man aufpassen. Schaut mal in der Geschichte. Man hat versucht, den Islam zu vernichten, gesellschaftlich, soziologisch, religiös, politisch, Wirtschaft und dann am Ende hat man nicht geschafft. Dann hat man am Ende zu Gewalt gegen die Muslime aufgerufen. Man hat Gefährten von unserem Propheten getötet, und man wollte den Propheten selber töten, heutzutage. Man hat versucht, den Islam zu vernichten, wirtschaftlich, gesellschaftlich, religiös. Man hat nicht geschafft. Was hat man dann gemacht? Dann kam man mit Flugzeugen und mit Kanonen und mit Panzern, damit dann den Islam vernichtet wird. Da hat man das auch nicht geschafft. Was hat man denn versucht Neues? Da pickt man aus den Muslimen einige Heuchler. Und diese wären so für die Leute als Mustermuslime, die friedlich wären. Und diese Leute dann, am Anfang, sind sie so vielleicht gut, damit sie Vertrauen von Muslimen gewinnen. Und dann kommen sie mit diesen komischen Meinungen, damit sie den Islam von innen, sage ich jetzt, zerstören. Aber sie werden das nicht schaffen. Aber wir Muslime müssen aufpassen, Barakallahu fikum, sakum lachen, was dieser Plan ist. Schaut mal heute Geheimdienste, was sie sagen. Und subhanallah, immer findest du ein Murtad vom Islam abtrünnigen, die in Vordergrund stehen und die den Islam angreifen und die Muslime angreifen. Und diese Wörter, Salafisten und so weiter, was sind Salafisten eigentlich? Da schreiben sie jetzt mittlerweile
Sammelbecken für gewaltbereite Islamisten. Pass auf. Das sind immer Wörter, die früher hat man gesagt islamistisch. Mittlerweile sagt man islamische Gruppierungen. Und das wird immer so weiter. Und einige Muslime schlafen. Und wenn wir diese Wörter sagen, sag mal, ja, warum redet ihr über Politik? Welche Politik? Wir reden über unsere Religion. Wir reden über Muslime, die nicht mehr ihre Religion praktizieren können. Wisst ihr, warum die Verfassungsschützer gestört sind? Von meiner Person zum Beispiel. Als Beispiel gebe ich von meiner Person. Ich rede nicht von anderen. Das stört sie, dass wir sagen, dass Hijab Pflicht ist. Uff. Ist Hijab Pflicht oder nicht? Das stört sie, dass wir den Muslimen sagen, haltet euch an Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In der Religion. In der Religion. Ob Straßengesetze 30 km/h oder 50 km/h, das ist keine Religion. Wir reden Religion. Das ist, wie man betet, wie man fastet, wie man den Islam praktiziert. Haltet euch an die Regeln des Korans und das stört sie. Das ist eine Art Islam, was zurückgeblieben ist. Ja, was ist der moderne Islam? Kein Problem, jetzt anstatt Wasser, dass ich ein Bier hier trinke. Modern! Jeder seins. Sei nicht so. Sei nicht so. Freiheit! Ja, okay, wo ist unsere Freiheit? Eine Frau hat sich entschieden, dass sie Hijab trägt. Warum soll sie das verlassen? Weil das Freiheit ist. Ja, aber sie findet ihre Freiheit in Hijab. Was ist der Unterschied zwischen demjenigen, der eine Frau zwingt, Hijab zu tragen, und eine Person, die diese Frau zwingt, Hijab auszuziehen? Was ist der Unterschied? Und dann kommen sie mit diesen Lügen. Barmherzigkeit und Liebe. Ja, sieht man. Zweitens, das stört sie, dass wir sagen, mehr Ehe ist ein Gebot in der Religion. Das stört sie. Aber dass jeder Politiker, nicht jeder, Entschuldigung, da darf man nicht verallgemeinern, dass viele Politiker, der hat eine Freundin und 5 Freundinnen, das ist kein Problem. Aber hauptsächlich nicht mehr Ehe. Sag, ich habe 7 Freundinnen, kein Problem. Aber sag nicht, ich habe 4 Frauen. Das geht nicht. Achriju ala Lut, das bedeutet, vertreib die Familie von Lut a.s. und seine Anhänger, die sind Leute, die wollen sich reinigen. Wenn du dich reinigen willst, raus. Wenn du aber in Schmutz leben willst, rein. Das ist die Sache. Das stört sie. Pass auf, mehr Ehe, dass die Frau Hijab trägt. Dass man sagt, halte dich an Koran und Sunna, das stört sie. Alles führt dazu, das führt zu Islamismus, zu Salafismus, zu Gewalt, zu ich weiß nicht was. Ja? Das stört sie, dass man den Muslimen sagt, du musst den Islam lieben mehr als alles. Du musst Allah dienen. Das stört sie. Und dann kommen sie immer mit einer Behauptung, Religion ist eine Privatsache. Ja, warum darf das auch für uns nicht Privatsache sein? Nein, und komischerweise sagen sie, Freiheit in der Religion. Wenn das Freiheit in der Religion ist, wieso dürfen wir keine Vorträge in bestimmten Moscheen halten? Ich hatte einmal einen Vortrag in einer Synode von Christen. Ja, das war über ein großes Thema eigentlich. Und die haben mich sozusagen von vielen Predigern und Imamen auserwählt, weil die gesagt haben, wir brauchen jemanden, der darüber sprechen kann, der das aufklären kann. Barakallahu fikum, sie haben einen Brief bekommen vom Innenministerium. Wenn ihr diesen Mann nicht auslädt, dann werdet ihr keine Finanzspritze von uns bekommen. Ja. Ich hatte einmal einen Vortrag an einer Universität. Sie sind zum Rektor der Universität gegangen
Verfassungsschutz. Die haben ihm gesagt, du musst das absagen. Vielleicht, wenn wir ein Minarett bauen, dann muss Verfassungsschutz Genehmigung geben. Das erinnert mich an Syrien, an Geheimdienste in Syrien. Wenn du heiraten willst, dann musst du erstmal vom Geheimdienst eine Genehmigung bekommen. Wenn du mit deiner Frau schlafen willst, erstmal Genehmigung. Wenn du das Land verlassen willst, Genehmigung. Und wenn du deine Wohnung verkaufen willst, Genehmigung. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala warnen. Das geht in diese Richtung. Manche Nicht-Muslime vielleicht hören das, sagen, ja, was ist das, was sagen diese Leute? Wir sind heute dran, morgen seid ihr. Denkt nicht, dass das nur gegen Muslime ist. Wir sind nur als Zielscheibe. Wir sind nur sozusagen ein Mittel zum Zweck. Heute ist das mit uns Muslimen, morgen mit den anderen. Aber langsam. Und auch die Nicht-Muslime werden sich erinnern an diese Wörter, was ich hier heute sage. Barakallahu fikum, sakumullah. Deshalb, in unserer Religion ist, dass die Frau sich bedeckt, und das weiß jeder. Und wenn man sagt Religionsfreiheit, dann muss man das uns gewähren. Aber es gibt keine Religionsfreiheit für die Muslime. Wir haben keine Rechte. Wir Muslime haben keine Rechte. Okay, oh, ihr dürft beten, ihr dürft reden. Naja, okay. Trump auch ist Präsident. Da hat man übrigens gesagt, da hat man die Leute spontan gefragt, wenn man das Wort Trump hört, an was erinnert man sich? Die meisten haben gesagt, Idiot. Ja. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, sagt Allah Helm. Es ist bekannt doch bei Nicht-Muslimen, bei Muslimen, dass die muslimische Frau sich bedeckt. Das ist ein Gebot. Das kommt nicht von mir. Von mir aus. Jede Frau kann machen, was sie will. Aber wenn sie Allah liebt, dann macht sie das. Zweitens, dass wir mehr Ehe in der Religion haben, das ist nicht nur bei uns, sondern das ist auch bei Juden. Ibrahim a.s. hat 2 Frauen gehabt. Jakob a.s. hat 2 Frauen gehabt. Musa a.s. hat mehrere gehabt. Die Propheten haben das gehabt. Wir haben das in unserer Religion. Natürlich, es gibt dafür Weisheiten. Es wird zum Teil missbraucht, dieses Thema. Aber so ist das. Drittens, die sagen, wir wollen die Muslime nicht reformieren. Wir sind die Reformer. Aber reformieren heißt nicht die Religion, sondern die Köpfe von den Leuten, weil sie ihre Religion verlassen haben. Religionsfreiheit, wo bleibt das für uns, Religionsfreiheit? Deshalb, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dass wir Muslime sind. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese große Gabe. Und Wallah, diese Themen, die stärken uns. Und dieser Stolz, Muslim zu sein, wird immer stärker. Und das wird vertieft, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Am Ende, wir leben 60, 70, 80 Jahre und wer wird dir sterben? Dieses Leben ist kurz, aber es gibt ein ewiges Leben. Und das ist lang. Und wir haben das ewige Leben, inshallah, gewählt. Und nicht dieses Kurzleben. Deshalb sage ich nochmal, liebe Muslime, seid gewarnt. Diese Methode heute vom Geheimdienst ist mittlerweile klar geworden. Und die werden sowieso ihre V-Leute schicken. Und die werden alles versuchen, aber am Ende sie werden besiegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das versprochen. So, mach dir keinen Kopf. Und mach weiter. Und wir werden geprüft und geprüft und geprüft. Und am Ende werden wir inshallah den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Nur zuletzt nebenbei, ja? By the way. Wisst ihr, was Geheimdienste in Deutschland auch noch stört? Dass wir Bittgebet gegen Bashar al-Assad machen. Subhanallah. Möge Allah ihn verdammen. Und ihn und seine Soldaten vernichten. Subhanallah. Ich sage, oh Allah, ich glaube doch nicht an Allah. Die glauben nicht an Allah. Und wir sagen, ja Allah, normalerweise logisch, du glaubst nicht an Allah und wir sagen, ja Allah, was stört dich? Subhanallah.
Ein Mann hat 700.000 von seinem Volk getötet. Mehr als 350 Mal hat er chemische Waffen eingesetzt gegen das eigene Volk. Wir können nichts tun, nichts tun, außer dass wir sagen, ja Allah, lässt uns ein bisschen unser Wut durch Dua, sag ich es, rauslassen. Nein, das auch nicht. Das führt zur Radikalisierung unter Muslimen. Oh, Rekrutierung. Wir buhlen, sagt man? Buhlen. Buhlen. Buhlen, buhlen, ich weiß nicht. Über Flüchtlinge. Wallah, ich habe keinen Flüchtlingszahn gesehen. Ja, die Salafisten versuchen, die armen Asylbewerber zu rekrutieren. Die sind schon rekrutiert. Aber die verstehen das nicht. Und subhanallah, wisst ihr, was ich jetzt nach diesen Sachen auch gemerkt habe? Irgendeine Frau in Verfassungsschutz hat einen Freund. Dieser Freund ist Schia oder Alawi. Natürlich, er sagt ihr, diese Leute sind nicht gut. Ja, der ist Schia und Alawi. Ja, klar. Und dann schreibt sie im Bericht, was sie will. Und wenn du auch zum Gericht gehst, am Ende das Gericht sagt, ja, Verfassungsschutz hat das gesagt. Du kannst auch nicht dagegen machen. Aber klar, geh wie du willst und geh zum Gericht wie du willst. Am Ende wirst du verlieren. Aber inshallah, bei Allah subhanahu wa ta'ala verlierst du nicht. Deshalb, barakallahu fikum, das ist ein... Und das Schlimmste, kennst du ihn? Er ist Salafist, dann bist du auch. Hast du ihn irgendwann getroffen, dann bist du wie er. So ist das. Kontaktschuld. Kontaktschuld. Das erinnert mich auch an Geheimdienst von Syrien. Jemand macht etwas, das ganze Gebiet wird umgeriegelt und alle Leute, die Nachbarn, die Verwandten, die werden alle festgenommen, ins Gefängnis gesteckt. Was haben wir getan? Ja, ihr kennt ihn. Ja, und wenn ich ihn kenne, was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst auch irgendwann was tun. Okay, jeder Deutsche kann irgendwann auch Muslim werden. Das bedeutet, man muss alle Deutschen auch beobachten. Deshalb geht es in Richtung Überwachungsstaat. Die Leute sagen, ja, diese. Die sollen froh sein, dass wir da sind. Weil durch diese Sachen, was sie mit uns machen, viele Leute an die Wahrheit kommen und die sehen, wie schlimm das geworden ist hier. Überlegt euch. In Österreich, der Nazi-Mann bekommt 49% von den Stimmen. Jedes weitere Person hat ihn ausgewählt. Feste Demokratie. Was bitte? In Frankreich 23%, in Holland 23%. Das sieht man unter dem Tisch. Hauptsächlich die Islamisten, die Salafisten. Wer sind diese Leute eigentlich? Was sagen diese Leute? Dann schreibt man etwas und am Ende musst du das Amen sagen und du darfst auch gar nichts machen. Und wenn du was dagegen sagst, dann bist du gefährlich. Für die Jugendlichen und so weiter, bei Allah, die größte Gefahr in diesem Land ist Verfassungsschutz und Geheimdienst und nichts anderes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen.